Glück auf und Howdy aus Austin in Texas mit einem Spezial. Wir sind heute hier an einem 6-Millionen-Dollar-Haus. Und wir haben heute die Chance... Arme Leute-Gegend. Und wir haben heute die Chance, euch das einmal zu zeigen, was man hier für 6 Millionen Dollar in Austin bekommt. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, der André, der ist jetzt hinter der Kamera und komm mal mit. Hi, komm mal mit. Na, dann gehen wir doch mal rein. Hallo. Hi, hi, hallo, so schön. Danke, dass die Türklingel funktioniert, gleich getestet. Danke, dass wir heute hier sein dürfen. Hi, ja, schön. Komm rein. Super, danke schön. Unsere YouTube-Gemeinschaft ist total gespannt, was man denn hier so für, du sagst es schon, fast 6 Millionen Dollar in Austin bekommt, richtig? Genau. Und natürlich, was ich auch immer gleich wieder sage, wie in Deutschland auch, das Grundstück ist das teuerste. Das heißt, das Haus, was drauf gebaut ist, ist eine Sache, das Grundstück. Wir sind hier ganz nah an Austin dran und das habt ihr vielleicht vorhin oder ein anderen Mal schon gesehen. Hier kann man vom Haus aus direkt auf die Innenstadt schauen. Absolut, Lage ist ja immer alles. Location, genau. Ja, wunderbar. Magst du uns vielleicht einfach mal ein bisschen rumführen, vielleicht schon mal hier unten und ein bisschen zeigen, wie ihr das Haus hier und aufgeteilt habt. Und danke nochmal, dass ihr hierher kommt und das auch ein bisschen Deutschland zeigt. Da sieht man auch mal aus Deutschland. Also ich schaue immer deutsche Videokanäle an, auch auf Instagram. Und ist mal schön, jetzt auch mal ein US-Property hier zu zeigen. Absolut, absolut. Die sind total neugierig darauf. Ja. Alle. Ne? Eure Fragen waren ja immer, hey, zeigt doch mal ein bisschen was von Austin. Und zwar, wie wohnt man hier? Ja, okay. Mann? Frau, ne? Genau. Also ich fange einfach mal an, wenn man hier reinkommt. Eins, was hier super in Amerika super gefragt ist, sind diese offenen Wohnräume und dann auch oft so eben ein eher professionelleres oder ein more representative Dining Room, wo man dann eben auch Gäste empfangen kann und zusammen trinken kann. Die offenen Wohnküchen, momentan sind hier in Amerika die Schokoladenfarben kommen jetzt wieder richtig. Oh, ist das so? Ja, absolut. Also so Schokoladen und dann auch so ein bisschen diese wärmeren Goldtöne. Wow. Dann haben wir Eiche, Fußboden, sehe ich in Deutschland auch sehr oft. Sehr was oft, unwahrscheinlich schön ist. Und einfach das Ganze auch ein bisschen wärmer gestaltet. Das Haus hier hat 4.700 Square Feet. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Das sind 4.700 durch 9. Ungefähr 450 Quadratmeter. Ungefähr 450 Quadratmeter. Leute, in Deutschland 450 Quadratmeter, das ist schon eine Menge. Das merke ich auch immer teilweise, wenn ich so in Deutschland gucke. Aber ist natürlich alles ein bisschen, wir können mal ein bisschen durchlaufen. Was viel dieser Quadratfläche hier ausmacht, sind oft diese versteckten, begehbaren Einbauschränke. Wir können ja mal ins Schlafzimmer gehen. In den USA muss man da jetzt Primary sagen. Ich lese immer noch in Deutschland Master Bedroom, darf man hier gar nicht mehr sagen. Ja. Ist nicht mehr PC. Ja. Primary also Suites, also für das Elternschlafzimmer oder das Hauptschlafzimmer. Ja. Hier ist das Wohnzimmer. Sollte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen über das Wohnzimmer reden. Das ist ein eingebauter Kamin, das heißt, macht auch noch mal einen Unterschied. Es gibt hier Kits, die man reinsetzen kann und dann gibt es aber auch richtig handgebaute aus Stein und massiv, die gehen absolut in die Höhe und müssen auch vom Ingenieur alles abge... Und das ist ein echter Kamin, also es ist nicht Kamin, so, dass man da Gas... Da könnte man auch Holz reinlegen, also es ist Gas, aber man kann das rein theoretisch auch mit Holz hier heizen. Ja. Der Abzug, alles funktioniert, nur Holz ist mittlerweile ein bisschen verpönt, weil das eben sehr hohe CO2... Fußabdrücke, was Das heißt, oftmals macht man hier mit Gas und dann legt man da so ein Keramikteil rein und dann sieht das schön aus, wird auch warm und hat überhaupt keinen so negativen, also man verbraucht Wahnsinn. Halt Gas. Wir gehen jetzt mal in die Primary Suite hier und da sieht man dann auch schon, was dann hier noch mitkommt mit so einem großen Schlafzimmer. Zum einen schöne Aussicht hier auf den Pool, man kann sich hier hinlegen, Fernsehen gucken, aber gleichzeitig auch hier raus ein bisschen gucken. Die Bäume wachsen alle noch schön mit der Zeit, das Wahnsinn. Müssen wir alles neu im Endeffekt hier bepflanzen, weil halt oftmals, um so ein Haus hinzusetzen, muss man auch so ein bisschen
überlegen, wo sieht das hin und so weiter. Wir gehen mal hier in das Schlafzimmer. Wow, ich bin noch total beeindruckt von der View auf den Pool. Das ist natürlich schon schön, ne? Abends sich da hinzulegen. Ist der Pool beleuchtet abends? Der ist beleuchtet. Wahnsinn. Und der ist auch beheizt. Also der kann auch, weiter oben ist das Spa, da kann man natürlich auch im Winter sich reinsetzen, wenn es dann doch mal 20 Grad in Texas wird. Ne? Ja, wie heute. Wie heute. Also heute können wir uns da reinsetzen und uns schön da erwärmen. Wunderbar. Oder heute Abend. Wunderbar. Heute Abend, keine Ahnung. Ja, wir gehen mal hier in das Schlafzimmer, nicht das Schlafzimmer, Badezimmer. Das sind dann his und hers oder his und hers and hers, wie auch immer man das, kann ja jeder machen, wie er will im Endeffekt, aber es sind zwei Vanities, was heißt denn Vanities auf Deutsch? Ja, jetzt habt ihr zwei Waschbecken. Zwei Waschbecken, ja. Begehbare Dusche mit einem Skylight, damit das Licht auch schön hier reinkommt. Und oh ja, das ist interessant. Die Armaturen sind dann auch wieder, die Marke hier ist Newport Brass, das ist eine ganz hochwertige, polierten Nickel, hochwertige Marke. Die Badewanne ist Victoria & Albert. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eine ursprünglich britische Marke. Wird natürlich auch in den USA angeboten. Und dann auch wieder hier Marmor. Das kann alles versiegelt werden. Ich finde es persönlich, finde es schön, wenn man das Natur belässt und dann auch mit der Zeit einfach die Patina. Ja. Das sind einfach klassische Materialien. Eiche. Wir sind sehr klassisch hier geblieben in dem Bad. Und das mögen auch viele. Mich würde mal interessieren, also ich freue mich auf die deutschen Kommentare. Ja, was Deutschland auch von diesem Bad hält. Einfach, ist es praktisch genug? Ist es groß genug? Schreibt es auf jeden Fall rein, weil das ist natürlich schon wichtig, mal für zu wissen, wie findet ihr sowas? Ja, und das hier, das ist so das, was natürlich... Mein Highlight. Jetzt muss ich erst einen Lichtschalter finden. Das Highlight hier, das ist halt so ein bisschen das, was man in Deutschland... Ich glaube, ich sehe es jetzt öfters mal, aber dieser begehbare Kleiderschrank. Und da kann man natürlich, da kann noch viel mehr rein. Da kann man dann wirklich auch... manche haben ja dann tatsächlich ihre Schuhe da ausgestellt, da haben einen großen Spiegel und da kann man auch reingehen. Ich liebe diese begehbaren Kleiderschränke. Ich auch. Weil ihr auch? Ich auch. Wir haben auch einen begehbaren Kleiderschrank. Nicht so schön, nicht so groß, aber doch schon so, dass man da irgendwie locker zu zweit auch seine Seite, meine Seite habt ihr auch sehr schön gemacht, ne? Die kleine Seite und die große Seite. Und dann hier für die Strümpfe und alles. Ach, super schön. Also das ist halt natürlich, im Endeffekt könnte das ein ganzes Zimmer sein. Ja, ne? Richtig. Und es gibt auch noch größer. Also man könnte jetzt auch fast sagen, wenn man in der 6-Millionen-Preisklasse ist, wenn man dann mehr in die 10 Millionen in höher geht, wäre das schon wieder nicht gut genug. Oh, da braucht man dann wirklich noch einen größeren. Also wir hatten auch mal Feedback von einem Sportler, der dann natürlich ein Riesenzimmer haben wollte, weil das wäre allein sein Schuhraum gewesen. Wow. Aber naja, ne? Also das ist jetzt ein, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf. Du darfst ja alles sagen. Einfach mal ein Familienhaus. Also das heißt jetzt nicht, dass nur Familien hier einziehen können, aber diese Gegend hier und das Haus ist natürlich sehr populär unter Familien, weil man eben einfach sagt, die Eltern sind hier unten, oben sind die Kinder, der Pool, die Kinder können im Pool spielen. Ja. Die Nachbarschaft hier ist unwahrscheinlich beliebt unter Familien. Man kann hier den Berg runterlaufen, ist sofort am Spielplatz. Da können die Kinder auch in die Schule laufen. Wahnsinn. Und die Schulen natürlich, Ians ISD, falls hier jemand sich an Austin oder für Austin interessiert. Der Schulbezirk hier ist sehr populär. Und das macht auch einen Großteil im Endeffekt der Demografie aus, die das verkauft. Oder? Was du gerade sagtest, was sehr europäisch ist, und das ist, glaube ich, etwas, was euch interessiert, die immer sagen, ja, in Amerika, du musst halt überall immer mit dem Auto hinfahren und du hast ständig irgendwie dein Kind, musst du hin und zurückfahren. Ja. Das ist hier anders. Du kannst hier zur Schule laufen. Man kann hier zur Schule laufen, man kann hier auch, also es werden immer noch viele Kinder gefahren, aber man kann zur Schule laufen, man kann gegenüber auf der Straße mit dem Fahrrad, man kann zum Bäcker laufen, also es gibt Briggles Bagel, man kann zur Middle School laufen, dann gibt es einen Starbucks, gibt es alles hier. Und das macht unwahrscheinlich, also die Qualität der Schulen in diesem Schulbezirk hier und die Nähe zur Stadt sind um die 6 oder 9 Minuten, je nachdem, manchmal mit mehr Verkehr kann es ein bisschen länger dauern. Aber man könnte hier glatt auch auf dem Scooter springen und in die Stadt reinfahren. Wow. Ich hatte jetzt gestern auch wieder in der Wall Street Journal einen Artikel gesehen. Da ging es wieder darum, dass Westlake eben, das ist so eine Art Vorort zu Austin.
Und also das kommt mit diesem Haus. Und ja, das ist eben auch... Das ist auch was wert, ne? Location. ja, ich muss jetzt euch nochmal hier den Kühlschrank zeigen. Wollt ihr was zu trinken haben? Sehr gerne. die typisch amerikanischen Getränke. Nee, aber was muss ich auch mal noch so zeigen? Ich liebe den Kühlschrank, den muss man nämlich nur so antippen und dann geht er auf und... Wow. Oh, guck mal, gut gefüllt. Und nebenan ist die Gefriertruhe, also wenn ihr was... Ach, die Gefriertruhe ist dann direkt nebenan. Ach, das stimmt, das ist ja auch noch was sehr typisches. Also tippe ich auch mal wieder an und dann ist die Gefriertruhe. Wow, schaut euch das mal an. Riesige Gefriertruhe, ha? Ach, und dann können wir eigentlich auch gleich mal noch den... Das ist bestimmt auch ein bisschen untypisch oder sehr amerikanisch, diese großen Gas. Ja, da muss man platt drüber reden. Ja. In Deutschland ist ja eher so Induktion sehr populär, wird jetzt auch populärer hier in den USA, weil ich glaube, jetzt wurde herausgefunden, dass Gas angeblich irgendwie, das sind irgendwelche Schadstoffe, die da hochkommen. Aber mit Gas zu kochen ist sensationell toll, weil das ist super heiß, die Pfannen werden schnell heiß, allerdings dauert das Wasser zu kochen, glaube ich, ein bisschen lange. Das weiß ich nicht, also bei mir geht es immer relativ schnell, aber ich muss auch sagen, viele Amis, um jetzt mal so richtig zu stereotypisieren, ja, die würden, wenn hier kein Gasofen drin wäre, würden die das Haus nicht kaufen. Wow. Also Gas ist absolut das Ding. Oder Propan oder was auch immer. Ja. Mikrowelle hier. Und, ist auch immer wichtig, Mikrowelle. Ne? Ich weiß noch, in Deutschland hatten wir irgendwann gar keine Mikrowelle mehr, weil wir einfach keinen Bock mehr auf Mikrowellen hatten. Interessant. Und hier überall Mikrowelle. Ne? Ja, und dann auch hier wieder Marmor. Ich sehe das auch oft in Deutschland, gibt es noch diese... Das ist eine bestimmte, so eine Platten, wie nennt man diese Dinger? Laminatplatten? Ja. Sehe ich noch viel, PVC. Ja, irgendwie das so. Das geht hier fast gar nicht mehr. Also gerade auch in der Preisklasse muss es, wir sind jetzt schon fast vom Quarz mittlerweile wieder weg. Okay. Weil alle Käufer wollen jetzt wieder so ein bisschen diese natürlichen Formen. Eher eben, wie gesagt, Schokolade, Beige kommt wieder. Mhm. So diese eher so dieses Heimische, nicht mehr dieses starke Weiß, Kalt, Schwarz. Und also es ist jetzt wieder Waterfall Cabinet. Counters sind das. Das kann. Och, wir sollten uns mal. Ich weiß, was wir uns angucken müssen. Die Tapete. Oh ja, lass uns auf jeden Fall die Tapete angucken. Das ist dann hier so eher so ein Breakfast, Breakfast Area. Oh, nice. Tapete, also wirklich, hier ist getrennt zwischen Breakfast, direkt hier vorne, und da hinten ist das Dinner. Ja, also Dinner ist eher Formel. Hier kann man auch mal die Kinder hinsetzen. Natürlich, jetzt müsste man das hier vielleicht auch ein bisschen imprägnieren und so weiter. Aber das war was, was wir persönlich auch sehr interessant finden, weil oftmals isst man ja auch am Island. Ja. Aber da hat man nicht so dieses Gefühl, man sitzt da in der Ecke zusammen und kann sich in die Augen schauen. Ja. Richtig. Also richtig, es ist eigentlich ganz nett, wenn man sich hier an dem Küchentisch praktisch hinsetzen kann. Und ja, diese ganzen Einbaumöbel kommt alles wieder momentan. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo Deutschland da gerade ist. Nicht beim Frühstückstisch und Dinnertisch getrennt. Ja, da fehlt dann der Platz wahrscheinlich. Da fehlt dann der Platz. Ja. Ich glaube, das Haus ist so groß, wie manche Grundstücke in Deutschland groß sind, oder? Oh ja, definitiv. Genau, das ist sogar größer, als mein Grundstück in Deutschland war. Ach nee, interessant. Ich glaube, fast doppelt so groß. Aber dafür kann man, glaube ich, in Deutschland auch mehr bebauen. Hier hat man spezifische, ich kann euch das dann nachher auch mal zeigen, wo der Pool aufhört, dahinter darf ich gar nicht mehr bebauen. Ah, okay. Das war direkt Ende Sense. Also dieses Haus hat im Endeffekt den Fußprint des bebaubaren Areals dieses Grundstücks eingenommen. Also auch hier gibt es ziemlich heftige Regeln, was Reglementierung angeht. Ja, nicht nur Deutschland kann das. Absolut, absolut. Austin kann das auch. Ja, und auch zum Beispiel hier, das ist auch was für die deutschen Ingenieure, vor dem Pool, vielleicht gucken wir mal hier kurz raus, unter dieser ganzen Decke hier ist ein Regenwasserauffang, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, aber da ist ein richtiger Tank. Oh. Der nimmt das ganze Wasser auf. Seht ihr, wo diese ganzen Wasserrinnen da reingehen? Ja. Ach, und da wird Wasser gesammelt, Regenwasser das wird alles gesammelt, das Regenwasser damit man gesammelt, das wieder und dann kann man es entweder wiederverwenden oder es wird rausgelassen. Aber das sind so ein paar Sachen, auch wieder von einem Ingenieur abgestempelt. Ja. Also da gibt es jetzt schon so einige Sachen. Ich habe immer so das Gefühl, in Amerika, wenn die mal anfangen, was zu machen, dann geht das ruckzuck. Ja. Es dauert vielleicht eine Weile. Aber spannend, auf jeden Fall. Ach, dann Outdoor, draußen kann man auch grillen.
für die Grillenthusiasten. Ja, ich habe das gerade mal so ein bisschen gefilmt, noch bevor du gekommen bist. Da habe ich mal geschaut hier, dass man hier draußen tatsächlich grillen kann. Und das ist natürlich schön, sensationell. Wenn man hier draußen sitzt, die Kinder springen in den Pool und man kann da sich dann auch treffen. Was auch viel passiert, also hier gibt es ganz viele so Jahresendes, Poolpartys, so wir haben jetzt wieder, jetzt geht schon langsam wieder los, 5. Klasse, mein Großer in der 5. Klasse, die graduaten ja hier von der Elementary School dann in der 5. Klasse und gehen dann auf die Mittelschule und da wird jetzt schon geredet, Pool End of Year, Poolparty und so weiter und das passt dann immer so. Poolparty. Ja, kommt jetzt langsam, man kann es sich vorstellen. Das Wetter ist ja jetzt gerade schön, aber die andere Sache, die ich noch ansprechen wollte, was hier interessant was ich interessant finde hier ist, wir sind jetzt gerade so bei 6,5% Zinsen. Ja. Ich weiß nicht, was in Deutschland gerade ist, die Hälfte, oder? Nee, auch gerade so. Auch? Was? Ich glaube schon, oder? Ich dachte, schreibt uns das mal in die Kommentare, wie viel Prozent momentan die Zinsen sind. Ob die auch so bei 6,5, 7 liegen oder bei 3. Die waren nämlich lange Zeit viel niedriger als in den USA. Und ich dachte immer so, Mensch, jetzt gehen die in Deutschland auf 3 hoch und alles, der ganze Markt bricht zusammen. Ja. Wir sind jetzt gerade hier. Also ich könnte mir hier gut vorstellen, dass hier ein Bargeldkäufer reinkommt und sagt, sind unabhängig von den Zinsen, aber das ist momentan ein Riesenthema hier. Ja. Wahrscheinlich auch in Deutschland. Na klar, ja, auch in Deutschland. Ja, dann, du sagtest gerade was von der Tapete. Ja, die Tapete, das ist Symbolik hier. Tapete kommt nämlich auch wieder ganz, ganz groß. Wow. Also ist jetzt ganz groß. Tapete, ich weiß nicht, ob ihr da reinzoomen könnt, aber da sind ja Pfauen. Und Pfauen ist ein Zeichen von Erfolg und Glück. Und da... Das Haus kommt also mit ein bisschen sprinkelt mit Glück und Erfolg. Ach und, toll! das finde ich super. Aber Tapete ist auch wieder voll im Kommen. Interessiert mich auch. Ich denke mir manchmal, das ist jetzt alles global. Ja. Was ich vorhin erwähnt hatte, diese ganze Kunst, die ihr hier seht, das ist übrigens von einer Galeristin aus Österreich. Ach, also witzig. Noch eine, nochmal sagen wir mal, Euro Transplant in Austin. Und die ganzen Künstler sind alle europäisch. Wow. Also, wenn hier jemand... wenn jemand Kunst braucht, hier hinkommt. Aber das war auch noch so eine Sache, hier kann man seine ganzen Briefe, seinen ganzen Kram ablegen, wenn man da von der Garage reinkommt. Ich glaube, dieser Mudroom ist auch noch sehr amerikanisch, oder? Wenn man das es kommt darauf an. Ich weiß, dass eine Freundin bei mir in Deutschland einen Mudroom hatte im Haus, aber im Grunde genommen... Erzähl uns mal bitte, was ist ein Mudroom und wozu braucht man den? Mudroom, wie gesagt, man kommt von der Garage hier rein. Und dann kann man hier, die Kinder machen hier alle immer sehr viel Sport, da kann man die Schuhe da alle reinknallen. Oh, nice. Gut, hier fehlen noch die Haken, aber hier könnte man da die ganzen Sachen abhängen. Ja. Oben vielleicht noch die Rucksäcke, alles bleibt dann da. Das sieht immer aus wie ein totales Chaos hier. Ja. Ja, und wie gesagt, Garage, 2K Garage. Ich weiß nicht, ob das jemanden interessiert. Interessiert jemanden Wassertank? Diese Tankless Water Heaters, das ist auch wieder so ein bisschen Innovation, Bauinnovation. Mhm. Aber kommt schon alles hierher. Gold kommt wieder ein bisschen zurück hier innen. Super schön. Das ist alles smart wired hier smart im Haus. Home. Das ist dann alles da drinnen. Nice. Und dann haben wir hier noch ein Utility Room. Utility Room ist dann oft da. Sind die Waschmaschinen drin, nochmal extra, ich gehe mal hier rein, nochmal extra Kühlschrank. Manchmal kann man da auch, wenn man doch mal Catering hat im Haus, da können dann auch hier teilweise die ganzen Essenssachen aufgestellt werden und man kann so ein bisschen vorbereiten. Aber hauptsächlich ist das so eine Art, man könnte es fast... Haushaltsraum. Haushaltsraum, ein Haushaltsraum, das ist ein Haushaltsraum. Ja, super. Wow, mega. Ich mal wieder Deutsche. Ich gucke gerade, ob ich hier die Stadt sehe, aber da ist jetzt natürlich alles grün, sehen wir wahrscheinlich nur von oben. Gucken wir gleich mal. Und dann, was haben wir dann noch? Hier kann man auch schön rausgehen. Noch eine andere Aussicht. Das hier ist übrigens, könnte ein ganzer Raum sein. Da könnte ein Doppelbett reinpassen. Aber ich würde mal sagen, die meisten Amis sehen das nicht als Bett. Übrigens, in Amerika kann man ein Zimmer nennen, wenn es einen Ausgang und einen Eingang hat. Aha. Und rein theoretisch wird erwartet, dass es diese begehbaren oder einen Kleiderschrank hat. Okay. Das hat das, also könnte man das als Zimmer zählen. Aber ich kann ja gleich sagen, dass unter Amis ist das zu klein. Haben wir auch schon das Feedback bekommen, ist zu klein. Ist zu klein, also ist das der Yoga-Raum. Das ist der Yoga. Der Yoga-Raum. Ich hätte gerne einen Yoga-Raum. Dann haben wir hier ein Pool-Bath, das ist auch ganz wichtig. Wenn du einen Pool hast, musst du ein Bad haben, was relativ nah am Pool ist, damit man dann praktisch da reingehen kann. Und dann das ist jetzt auch wieder so ein Raum, wird jetzt gerade wieder ganz populär, dass man praktisch vorne den Haare ins Gesicht, dass man vorne den
den mehr formalen Raum hat. Ja. Und dann aber auch hier wiederum auf der gleichen Ebene einen Raum hat, wo man sich einfach nur mal fern gucken kann, wo, es einem, wo man sich gemütlich... Ja, du, das haben wir nicht zu Ende gebaut. aber wie gesagt, es geht auch zum Pool raus. Ich denke, ich sehe das mal hier so eher als den Raum, wo man dann wirklich fern guckt und sich gemütlich da irgendwie Spiele spielt oder so. Hat auch irgendwas von so einer Cabana oder so, ne? Direkt am Pool. Ja. Wo man dann irgendwie im Sommer sich dann quasi hier dann, mal kurz... Genau, das kann man dann auch wieder... Ich glaube... Muss mal überlegen. Jetzt geht bestimmt gleich der Alarm los. Haben wir bestimmt... Ist auch eine Sache. Ah, da geht's. Cold. Das hört gleich auf. Ich denke, dass... Du hattest mir das gerade erklärt. Ja. Ne? Der Alarm ist dafür da. Und das finde ich total schlau, dass die Eltern merken... Achtung, Kinder gehen in den Pool. Ja. Kinder gehen nach draußen. Also es ist ein Sicherheitsfeature. Und wird auch hier vom Code oder vom Bauamt verlangt. Mhm. Sonst bekommt man dieses, das nennt sich ein Certificate of Occupancy, bekommt man nicht. Ah, okay. Die meisten, ich kann euch gleich sagen, wenn Leute hier einziehen, das wird sofort abgerissen. Und wenn man tatsächlich kleine Kinder hat, die bauen da einen eingebauten Zaun um den Pool rum. Aber das ist ein richtiges Thema. Also es sind einige Kinder, gerade Vierjährige, so in dem Alter, wo sie dann schon eigentlich ein bisschen schwimmen können, gibt unwahrscheinlich viele Todesfälle. Gerade auch eben in Texas, weil eben die... kein schönes Thema, aber dem wurde halt jetzt schon gegengetan, dass man eben einfach ein Haus gar nicht verkaufen kann, wenn es nicht bestimmte Sicherheitsvorkehrungen hat. Great. Das Haus muss auch eingezäunt sein komplett, damit Kinder, Nachbarskinder nicht einfach hier reingehen oder dann hier ertrinken und keiner ist da. Ja, macht Sinn. Ja. Aber da sieht man die Hochhäuser der Stadt. Und das ist eben genau das, was, wie gesagt, das Grundstück hier wieder ausmacht. Du kannst hier wirklich runterfahren und in die Stadt. South by Southwest, ACL, alles Mögliche. Das stimmt. Das ist dann nochmal dieser Upstairs Game Room. Mhm. Können die Kinder oben spielen. Und dann, was auch noch, ich glaube, da hatte ich mich gestern nämlich noch mit jemandem unterhalten, was auch noch sehr typisch für ein Haus dieser Preisklasse ist, dass jedes Haus, jedes Zimmer sein eigenes Bad hat, begehbares Bad. Das heißt, ich bin ganz außer Atem. wir sind hier die Treppen hoch. Dass jedes Haus eben, jedes Zimmer hat dann, wie gesagt, den begehbaren Kleiderschrank. Ja, und dann auch das begehbare Bad, das andere auch. Und das da hinten auch. Also jedes hat so sein eigenes Bad. Das heißt, dieses Haus hat, Mensch, ich müsste es eigentlich gleich so wissen. Ich glaube, wir haben 7 Bäder hier. 7 Bäder und 6 Schlafzimmer. Ja, oder so. 1, 2, 3. Also 3 Bäder hier oben. Und dann haben wir unten nochmal das eine, 5,5 Bäder. 5,5 Bäder, 6 Schlafzimmer? 5,5 Bäder. Und, Wahnsinn. Ja, also, und das ist natürlich, das sind dann die Quadraten, also da geht dann auch viel mit rein. Ja. Nochmal ganz kurz, die sehen jetzt alle genauso aus, die Zimmer, aber sind alle irgendwie schön, also ich finde es halt schön mit den Bäumen hier, die Aussicht. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen eher im europäischen Stil, eher klare Linien gehalten, aber auch wieder begehbares Badezimmer. Und begehbares Badezimmer, was erzähle ich denn? Ja. Also ein echtes Badezimmer. Ensuite Badezimmer. Das heißt, du musst dein Zimmer nicht verlassen. Ja, du kannst, das ist natürlich toll für Gäste. Ne? Ja. Dann haben wir hier oben auch nochmal, auch nochmal ein kleiner Haushaltsraum für... Noch eine zweite Waschmaschine. Ja, ich mag immer solche praktischen Sachen. Das ist natürlich nicht der schönste Raum, aber was gibt es Besseres, als wenn deine Kinder hier oben ihre ganzen Klamotten selber waschen können? Ja, ne? Absolut. Unsere Tochter wäscht tatsächlich selber. Ja, der ist jetzt natürlich nicht unbedingt begehbar, das Badezimmer. Aber der Grund ist eigentlich, dass wenn jetzt nochmal Freunde hier oben sind, dass die alle auch ein Badezimmer haben und da reingehen. Macht Sinn.
Ja, macht Sinn. Hier, das ich hätte gerne auch ein Trip. Ja, und sehr gut. Sagen, jetzt müsst ihr nochmal in die Stadt, vielleicht siehst du. Oh, ja. Halt so smog, also so ein bisschen smoggy. Siehst du das? Kann man das auch? Weiß nicht, ob man das sieht. Claudia ist Maklerin hier in Austin und wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Eigentlich kenne ich dich schon länger, als dass ich hier wohne. Wow, ja, stimmt. Wir hatten uns ursprünglich mal über online irgendein Forum kennengelernt. Ja, genau. Ja. Also Facebook, glaube ich. Facebook ist hier super. Facebook für die 50 plus. Nein, wie doch nicht. Nee, Facebook, ja, super. Also finde ich, ja. Ja, genau, da toll. Haben wir uns kennengelernt und dann ziemlich ich schnell. Ich glaube, über den Euro-Circle sogar, ne? Kann irgendwie gut Europäer, sein. Ja, ja, und du hast mir halt wirklich geholfen, hier sich zurechtzufinden in Austin, hast mir viele tolle Sachen gezeigt und genau, du bist Maklerin und erzähl uns ein bisschen was über das Haus hier. Das Haus ist, wenn ich das so richtig verstanden habe, ihr habt das selber gebaut, oder? Ja, wir haben es selber gebaut. Also wir sind Makler, aber ich muss dazu sagen, manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn du jeden Menschen triffst und immer sagst, du bist Makler. Die Amis, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber hat immer so ein bisschen, hat nicht so den besten Ruf, Makler zu sein. Und das sehe ich eigentlich komplett anders. Du siehst das, glaube ich, nicht so. Naja, jedenfalls, wir haben halt schnell gemerkt, dass wir oftmals Grundstücke gesehen haben, Häuser gesehen haben, die unwahrscheinlich viel Investitionspotenzial hatten und die aber dann irgendwie nicht unbedingt die beste Marktzusage hatten. Ja. Und dann haben wir irgendwann angefangen, eben selber die Grundstücke zu kaufen, zu renovieren, zu bebauen und wieder zu verkaufen. Und insofern, das Makeln ist einerseits absolut interessant, weil ich gern mit Menschen zusammen bin und dann gerade eben auch oftmals, also man lernt sich halt dann auch kennen. Also es ist unwahrscheinlich schön, wenn man jetzt irgendjemanden aus Deutschland kennenlernt, der jetzt hier in Austin was sucht und man kann dann helfen, verstehen, was die Menschen wollen, was wonach sie suchen und dann auch ein bisschen Ratschläge geben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zu diesem Haus was sagen kann, das Grundstück ist hier das teuerste an diesem Haus. Das habe ich jetzt bestimmt vielleicht schon 5-mal gesagt, aber es ist tatsächlich so, die Lage hier ist so dermaßen gefragt, dass auch die ganzen Kalifornier und die ganzen New Yorker, die alle nach Austin ziehen und ziehen wollen, weil eben diese Stadt so eine Art Tech-Hub mittlerweile wird. Ja. Amazon, Google, Apple, Oracle, you name it, die kommen alle hierher und bauen hier aus, weil eben diese Zukunft auch des KIs in Austin ist. Und dann ziehen halt auch diese ganzen, sagen wir jetzt mal, Führungskräfte teilweise hierher. Ja. Und die suchen dann natürlich nach Top-Schulen, zentraler Lage und neuen Häusern. Und ja, und das ist jetzt hier so eine Lage. Rollingwood, West Austin ist sehr, alles eigentlich, was West von Austin ist, ist sehr gefragt. Die Schulen sind auch sehr gut, generell West Austin, ob das nur Südwest, Northwest oder also alles, was West ist, ist normalerweise sehr gut in Austin. Das ist super interessant. Und teuer. Und teuer. apropos teuer, sag uns noch mal in 3 Sätzen, wie teuer ist das Haus, wie groß ist das Haus und was würdest du sagen, ist so das Highlight dieses Hauses? Okay, also das Haus ist 4700 Square Feet, das sind dann ungefähr 450 Quadratmeter. Das Haus hat 5 bzw. 6, das je nachdem, wie man das sieht, Schlafzimmer und dann 2 Büros, 2 Spielräume, Game Rooms und ein Pool. Und ich würde mal sagen, das Highlight des Hauses, das Haus selber ist schön, ich würde hier zum Morgen einziehen. Ich auch, definitiv. Das Highlight, aber die so Sachen wie Pool und so weiter in dieser Preisklasse, die Preisklasse habe ich gar nicht erwähnt, also das ist momentan für 5.750.000 auf dem Markt.
kann sein, da ist immer noch so manchmal noch ein bisschen Raum, aber es ist eigentlich relativ gut gepreist momentan. Aber das Highlight ist tatsächlich der Schulbezirk und die Lage. Das ist so das absolute Top. Wow. Der Schulbezirk, gerade auch die Westlake High School, ist kontinuierlich in den Top 5 der besten High School in Texas, aber auch auf dem nationalen Rank. Da wird dann ein Unterschied gemacht zwischen Publik, also öffentlichen Schulen und Privatschulen. Und natürlich die Privaten haben ein anderes Ranking. Aber der Schulbezirk ist hier wahnsinnig gut und da streben auch alle Eltern hierher, um ihre Kinder in diesen Schulbezirk zu bekommen. Vielen Dank. Claudia, das ist mega beeindruckend, super, das Haus. Schön. Das ist freut echt mich, der Wahnsinn. Ja, also puh, so groß, so schön, so hell. Hier würde ich auch gerne wohnen. Ich auch. Ja. Können wir uns ja zusammen einziehen. Und oh ja. Wenn wir mal irgendwann ganz berühmte YouTuber sind, dann kann ich mir das bestimmt irgendwann mal leisten. Genau. Apropos, einer hat hier, das war glaube ich auch ein YouTuber, der hat sich das hier angeschaut. Dem war es, glaube ich, zu einfach. Oh, zu einfach. Leute, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie findet ihr das Haus? Ist das einfach? Nein, ich glaube nicht. Alles klar. Dann sage ich mal vielen lieben Dank für alles. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ja, tschüss. Ah ja, genau. Das sollte ich mal noch rauslassen. Danke. Tschüss. Ciao. So, das war's auch schon wieder. Also schon wieder. Ich glaube, das Ding hat hier eine halbe Stunde oder so. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen Eindruck bekommen in der Hausumgebung hier in Austin. Wir sind in, wie heißt der Stadtteil? Rollingwood. Rollingwood an der One Mopac Richtung Süden. Also guckt mal gerne auf die Karte. Ich blende euch mal die E-Mail-Adresse der lieben Claudia ein. Falls ihr euch für dieses Haus interessiert, das ist jetzt kein Werbevideo, ne? Aber es ist halt noch zu haben. Ne? Und wenn ihr schnell seid und ihr wisst ja, ich lade die Videos immer schnell hoch, dann funkt sie einfach an. Sie ist sehr empfänglich dafür und zeigt euch gerne auch noch andere Häuser in diese Richtung hier. Das ist schon so ein sehr cool. Sie hat uns auch verraten, wenn man das mieten will, dann hat das auch seinen Preis im Monat. Und mich würde mal interessieren, ob ihr denkt, dass dieses Haus... Darf man sagen? Nein, ich würde sagen, tippt doch einfach mal. Genau, tippt mal in die Kommentare, was hier die Monatsmiete von dem Wumms hier ist. Und dann werde ich ja auf jeden Fall auch mal ein kleines Short machen dazu und löse das auf. Also in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. War mal ein bisschen was anderes, ne, als sonst immer die Quasselrunden im Garten. In diesem Sinne, bis denn. Ciao. Ciao.